Was geht ab, Leute? Nerdlight Games hier. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation. Ab zum nächsten Punkt. Zur nächsten Mission. Punkt. Na, ja, Punkt geht auch. So, ich will hier rüberklettern und wir schaffen das. Noch nicht mal den zackigen Zaun benutzt. Hier rein. Nicht? Oh Gott, wir müssen klettern. Agathe wartet oben auf uns. Und sagt, Aveline, so geht das nicht. Du ungehorsames Weib. Toll, der ganze Kletterweg und ich hätte einfach die Treppe benehmen können. Oh, wer die feine Dame in Schwarz. Oben. Papa, du bist leichenblass. Was hat denn der Arzt gesagt? Sorge dich nicht mehr, Cherie. Es ist nur ein... Papa! Meine Liebste, schau nicht so finster. Dank deiner Sorge und den Tränken deiner Stiefmutter schmerzt die Genesung mehr als die Krankheit. Jeanne, du hast dieses Medaillon stets gut behütet. Ich habe immer bedauert, dass... Aveline, verzeih bitte die Störung, doch ich brauche deine Hilfe. Es ist dringend. Natürlich. Ich liebe dich, Papa. Da ist ein Sklave, George. Ich versprach ihm sicheres Geleit nach Norden, doch während der Flucht entdeckten ihn Soldaten. Er versteckt sich, aber bitte, kannst du mir irgendwie helfen? Dein Geschäft läuft gut und mit deinen Kontakten im Bayou... Ja, ich bringe ihn in Sicherheit. Mit äußerster Diskretion. Hundertprozentig hat die Olle den vergiftet. Ich meine, wenn die Genesung mehr schmerzt als die Krankheit? Der Typ sieht tot aus. Nach wie vor, Story ist sehr schwach in dem Teil. Die ist irgendwie nicht vorhanden so wirklich. Wahrscheinlich zum Schluss sagen wir uns, ach, so war das Ganze, aber bis jetzt? Nö. Bleiben wir mal die feine Dame. Waren wir ja schon länger nicht mehr. Wir werden sowieso nicht verdächtigt. Ist doch perfekt, doch. Weg da, weg da, weg da. Weg woanders. Oh, mit der Dame dauert alles immer 5 Jahre. Okay, erledigen wir die Wachen. Anscheinend haben die den sogar schon gefunden. Boah, der sticht die Dame ab. Zack, jetzt wird's ein bisschen schwer. Denn wir haben nicht wirklich... Okay, wir haben doch Waffen. Boah, in den Kleinern zu kämpfen muss es richtig hart sein. George. Ja? Komm mit mir. Was? Los, sie kommen näher. Was? Der hat voll das Holzschwert. Keinen offenen Konflikt mit den Wachen eingehen. Muss hier lang. So, was soll ich das denn machen? Die sind doch hier schon um die Ecke. Hier mal Schleichwege, die wir vorher noch nicht gegangen sind. Hauptsächlich an den Wachen vorbei. Die Idioten könnten mich in Ruhe lassen. Da können wir nicht durch. Toll, die Wache wird uns sehen. Bin ich dir etwa nicht? Nee, bist du nicht. Bist kackhässlich. Na, wunderschön. Wer bist du? Was bist du?
Keiner sagte mir irgendwas von Racheengeln oder... Los, such dir Schutz im Bayou. Genau, lauf in den Sumpf. Der konnte das nicht alleine schaffen, auf gar keinen Fall. Und wir gehen mal hinterher gucken. Trotz des schlechten Gesundheitszustands ihres Vaters führt Aveline ihre Sohn Vasquez fort. Ist wahrscheinlich der letzte Endgegner. Den machen wir locker kaputt. Oh, gleich werde ich hier wieder gesehen. Wenn er sich nicht umdreht, wird er leben. Das ist so cool gestaltet hier, finde ich. Fand ich in keinem Assassin's Creed-Teil vorher so. Spielerisch macht mir der Teil viel, viel mehr Spaß als die großen Titel auf der Konsole. Gut, der Titel ist jetzt auch auf der Konsole rausgekommen, klar, aber ihr wisst, was ich meine. Gas geben, schneller! Da hinten. What the? Was ist denn für ein Bug? Setzt sie sich da auf den Busch. Wenn du pissen musst, nicht vor unseren Augen. Aveline! Wer ist das? George. Ein Freund. Wir haben ein Problem, bei dem ihr vielleicht helfen könnt. Aveline, ein Freund von dir ist ein Freund von uns. Aber wir haben hier selbst ein kleines Problem. Unsere spanischen Freunde wollen, dass wir diese Vorräte überbringen. Und zwar an, wie sagt ihr, Patriotes, am Rand des Sumpfes. Patrioten? Oui, du weißt, aus dem Norden. Rebellion, Aufruhr etc. Eine Geschäftsangelegenheit sozusagen. Doch anscheinend stehlen spanische Soldaten die Vorräte immer wieder zurück. Das kommt mir schrecklich bekannt vor. Denkst du etwa... Oh, ich denke doch, niemals. Falls George und ich euch bei eurem Problem mit den falschen Spaniern helfen, würden die Patrioten ihn in den Norden bringen? Wenn sie die Vorräte wollen, tun sie es. Gut, gehen wir. Gehen wir. Das Fluss auf maximal 50% Beschwerden schwimmen und nur Nahkampfwaffen einsetzen. Okay. Schaffe ich nicht. Weil wir keine Nahkampfwaffen einsetzen dürfen. Oh, das wird tricky. Solange die hier an Bord springen und versuchen, das kaputt zu machen, ist kein Problem. Da können wir die sofort runterhauen. Aber wenn die von Weitem das Fluss beschießen und ich darf nicht zurückschießen, das ist ein bisschen fies. Weil da stehen die schon. Das ist ein Angriff! Ja, schieß! Ich darf ja nicht. Der verreckt da voll. Der hat dich getroffen, du Pfeife. Was ein epischer Kampf. Einer schießt, trifft nicht. Da muss wieder 5 Jahre nachgeladen werden bei den Musketen. Jetzt haben die mich gesehen. Oh oh. Vor uns ist ein Außenposten. Und nicht getroffen. Erledige sie, bevor sie uns sehen. Ich darf nicht schießen. Warum hat das Fluss Schaden bekommen? Das verstehe ich nicht. Ach ja, ich soll da rüber. Ahaha. Shit. Ich hätte rüber gemusst gesollt. Aber wie wäre ich wieder hier drauf gekommen? Ah, da oben. Beim nächsten Mal. Die werden uns umbringen. What the? Oh mein Gott, machen die viel Schaden. Aber die laufen weg. Oh, jetzt kann das mit den 50% schon schwer werden. Ich versuche... Ja, hat geklappt. Spring, oh mein Gott, töte ihn. Gut gemacht. So, jetzt muss ich nur wieder aufs Floß kommen. Oder auch nicht. Wie, der hat mich abgefangen. Oh, da hinten sind zwei. Wow. Ja, ich wechsle die so gut ab, wie es geht, aber die sind überall. Ja,
Boah, das mit den 50% ist nicht wirklich schwer, aber ich hätte schon eher machen müssen. Ich hätte gar nicht auf dem Fluss bleiben sollen. Wir können schon weiter vorausspähen, hoffe ich doch. Oh mein Gott. Ey, ich wollte da schwingen und nicht ins Wasser springen. Das ist ein Desaster. Man muss ja erst loslaufen, dann A drücken. Ansonsten springt man halt ins Wasser. Naja, Pech gehabt. Wird aber trotzdem nicht schießen. Die Musik so übernatürlich spannend. Wozu? Das macht mich doch nervös. Ich liebe dieses Pfeil. Oh, abgemetzelt. Da vorne kommt der letzte Außenposten. Lass mich nicht zurück. Toll. Ihr Säcke. Wo ist der letzte Außenposten? Boah, das Fluss ist fast kaputt da. Warum? Warum? Klettern. Hallo. Ha, tschüss. Geh schwimmen. Komm schon, das Fluss darf nicht verrecken. Lass sein. Puh. Das wurde zum Schluss nochmal richtig Ahoi. Knapp. Hopton? Hopton. Enchanté. Sind das die Waren? Alles, was der Gouverneur versprach. Und ein paar Sonderposten von euren Freunden aus dem Bayou. Exzellent. Und niemand ist euch gefolgt? Jedenfalls niemand, der noch lebt. Monsieur Hopton, wie geheim ist eure Abmachung mit dem spanischen Gouverneur? Jeder Trottel sieht, dass die Spanier die Engländer aus ihrem Gebiet halten wollen. Warum sollten dann spanische Soldaten auf uns schießen? Wir trafen mal einen Mann, dem dieses Arrangement missfiel. Schwieriger Bursche. Vasquez, so hieß er, glaube ich. Der Company Man ist hier. Der wer, bitte? Monsieur Hopton, wollt ihr eure Waren sicher aus Louisiana herausbringen, wäre zusätzlicher Schutz angemessen. Darf ich vorschlagen, dass George euch begleitet? Sicherlich. Wenn er bereit ist zu kämpfen, nehmen wir Patrioten ihn gern mit. Ich werde für euch kämpfen, Sir. Für jedes Ziel. Seid vorsichtig, Monsieur Hopton. Ich hoffe, wir sehen euch wieder. Monsieur Roussillon und ich machen gern mit euch Geschäfte. Bis dann. Die, Patrioten sind euch sehr dankbar. Ich habe so das Gefühl, damals waren die nur am Kämpfen. Nur am Kämpfen. Da war, glaube ich, nie Frieden. Jeder Bürger muss eine Waffe gehabt haben, echt. Auch wenn es nur die Heugabel war. Hauptsache Krieg und Tod und Zerstörung und Leid. Mann, Mann, Mann. Jetzt soll ich extra... Diese Mission war auch wieder so unnötig. Jetzt gehen wir wieder zurück nach New Orleans, um festzustellen, dass der verreckt ist und die Alte hundertprozentig was damit zu tun hat. Go, go, go! Wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Diese Lache von Blutegeln hier, die kann ich überhaupt nicht mehr ertragen. Ha, ab ins Wasser. Dieses ewige Schwimmen wird auch langsam nervig. Ich hoffe, wir müssen so schnell nicht hier wieder hin. Pass auf, nächste Mission sind wir wieder hier. 100 Pro. Oh, ich habe, glaube ich, was gefunden. Ein Alligatornest. Oh, das ist viel mehr Terror. Überhaupt kein Problem. Sorry. Warum hast du dich nicht gedreht? So wie ihr Viecher das normalerweise macht. Alligator-Ei. Gibt ein riesen Omelette.